Und willkommen zu Red Dead Redemption 2 Online, Freunde. Zwei Waffen tragen, zwei Pistolen tragen, so wie bei mir hier. Zwei Holster, Freunde. Wie funktioniert's? Ganz einfach. Ihr geht zum Waffenhändler. Quatscht den an. So. Dann geht ihr auf Accessoires. Einmal nach rechts. Noch einmal nach rechts. Bei den Holstern, Freunde. Ich weiß nicht, ab welchem Level die verfügbar sind. Der sollte vielleicht relativ früh sein und der, aber ihr schaut einfach den oder den oder einen anderen Holster mit eurem Level entsprechend. Den Holster kauft ihr dann. Sucht doch eine Farbe aus natürlich. Wenn ihr das habt, Freunde, müsst ihr unten auswählen drücken. Wenn ihr den gekauft habt, müsst ihr trotzdem bestätigen auswählen, weil er ist nicht ausgewählt. Ihr müsst auswählen unten klicken. Herausgehen, ganz normal aus dem Geschäft. Wenn ihr draußen seid, werdet ihr merken, wenn ihr das Waffenrad so aufmacht, jetzt sind bei mir ja zwei Pistolen da, bei euch wird da eine Pistole sein. Kann sein, dass es aus dem Grund ist, weil euer Pferd weiter weg ist und eure zweite Pistole oder Revolver ja auf dem Pferd ist und ihr eine nur dabei hattet, wird dementsprechend bei euch ein Platz da leer sein. Dann ruft ihr einfach euer Pferd. L1 einfach heben, Waffenmenü aufmachen und dann werden euch wahrscheinlich gleich zwei Pistolen angezeigt. Okay, meine Freunde? Und das war's dann. Dann habt ihr diese zwei Pistolen bei euch. Ihr könnt immer eine Pistole ziehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die andere Pistole ziehen. Oder, wenn ihr auf diese beiden Pfeile geht, zieht ihr beide Pistolen raus. Und das war's eigentlich, Freunde. Jetzt wird mit zwei Pistolen hier gemetzelt, geballert. Schaut einfach geil aus. Meiner Meinung nach. Hoffe, es hat euch gefallen. Pferd rufen nicht vergessen und auswählen nicht vergessen, wenn ihr die Holster gekauft habt beim Händler. Das war's, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch geholfen. War ein gutes Video. Hoffentlich informativ. Adieu. Liken, abonnieren nicht vergessen. Weiterteilen erwünscht.